willkommen. Wir arbeiten heute mit Jelena. Jelena ist so nett und arbeitet mit Vista. Sie kennt sich ein bisschen aus mit Pferden. Es ist allerdings jetzt schon eine längere Zeit her, wo sie etwas getan hat. Und sie interessiert sich für das Thema Bodenarbeit. Und sie hat sich freundlicherweise hier heute zur Verfügung gestellt als unser Crash-Test-Dummy. Sie hat hier noch sehr wenig Know-how und hat deswegen den Freifahrtschein, so viele Fehler hier zu zeigen wie nur möglich, damit wir uns das dann anschauen können und gut daraus lernen. Vielen Dank, dass du dich da zur Verfügung stellst heute. Gerne. Ja, wir beginnen am Anfang immer mit dem Streicheln beim Pferd. Wir haben zwei Grundpfeiler. Das eine ist Vertrauen, das andere ist Respekt. Bevor wir mit dem Pferd zu arbeiten beginnen, streicheln wir es. Du kannst gleich einmal damit beginnen. Zum einen, um das Vertrauen zu gewinnen. Zum anderen ist es eine Form der Energie und er kann sich bereits auf dich einstellen. Und ihr könnt euch hier ein bisschen kalibrieren aufeinander. Denn du strahlst eine ganz andere Energie aus als ich. Am besten ist es immer, wenn man vorne beim Hals anfängt, damit beim Pferd. Das ist die sicherste Position, wenn man ein Pferd noch gar nicht kennt. Aber du machst es gut. Hier hätte man zum Beispiel als ersten Fehler schon nicht rhythmisch streicheln können. Wichtig ist dieses rhythmische Streicheln. Man sieht, er entspannt sich schon, der Kopf geht hinunter, er senkt sich, also er ist schon sehr relaxed bei dieser ersten Annäherung zwischen euch beiden. Er fühlt sich scheinbar wohl. Wenn er sich nicht wohl fühlen würde, würde er den Kopf in die Höhe heben. Das ist vielleicht eine Stelle, die ihm jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber das sind alles Sachen, die man am Anfang beim ersten Streicheln, eben wie gesagt, dieses rhythmische Streicheln, wenn er das macht, wenn er mit dem Kopf dir zu nahe kommt, kannst du mit dem Ellbogen so ein bisschen wegdrücken. Wenn du dich bedrängt fühlst, wir haben einen Respektabstand zum Pferd, er sollte das auch zu dir einhalten. Wenn er dir zu nahe kommt, dann drückst du einfach mit der Hand den Pferdekopf weg. Höflich und respektvoll, aber dennoch mit einer Geste, wo du sagst, nein, komm mir nicht zu nahe, ich möchte das nicht. Gut. Das schaut schon sehr schön aus. Dann gehst du auf die andere Seite. Geh bitte vorne beim Pferd vorbei, nicht hinten. Wenn du ein Pferd nicht kennst, dann wissen wir nicht, hinten hat es einen toten Winkel, hinten sieht es nichts, es kennt dich noch nicht. Dann kann es sein, dass er ausschlägt im schlimmsten Fall und dich verletzt. Und Sicherheit ist uns immer sehr wichtig. Das steht an Nummer 1. Und deswegen ist es am Anfang immer am besten, wenn man vorne herumgeht und das Pferd streichelt. Aktuell geht hier draußen ein Pferd spazieren, er beobachtet das, aber er fühlt natürlich ganz genau das Streicheln mit den Händen, das rhythmische Streicheln. Ja, er schaut hin. Ja, genau, das war jetzt gut. Jetzt hast du mit der Hand ihn den Kopf weggedrückt. Er senkt den Kopf wieder. Er steht brav da, allerdings jetzt gerade nicht, weil er hier schnüffeln möchte. Und jetzt geht er weg. So, das ist eine Respektlosigkeit. Er geht dorthin, weil dort seine Freundin gekommen ist. Deswegen schicken wir ein Pferd immer sofort weg, wenn es von uns weggeht, weil das ist respektlos. Zu diesem Zweck nimmst du den Stick in die rechte Hand, schaust jetzt auf die Hinterhand, hältst den Stick dorthin, die Spitze, ja, und atmest ein, zeigst ihm die Richtung nach links mit der Hand, genau. Lass den Stick wieder senken, weil jetzt hat er sich in Bewegung gesetzt. Das Pferd soll immer mehr machen als wir. Jetzt, das heißt, du gehst jetzt in die Mitte. Jetzt schnüffelt er am Boden und schaut wieder, wer war vor ihm da. Wieder eine Respektlosigkeit. Du drehst dich bitte mit deinem Gürtel, mit deinen Augen, immer Zone 3, rechte Hand, hebt den Stick, rechte Hand, hebt den Stick, atmest ein und er geht weiter. Und du schaust immer in Richtung Bauch, seinen Bauch, wo sein Reiterschenkel liegen würde und beginnst jetzt die Beine zu überkreuzen, indem du so übertrittst und so im Kreis gehst, in der Mitte. Jawohl,
Sehr gut. Den Stick kannst du wieder senken. Das ist eine klassische, du bist zu weit vorne, du schaust sicher auf den Kopf, kann das sein, und nicht dort, wo der Reiterschenkel liegen würde. Jawohl. Du musst dich gar nicht so viel mitdrehen, er soll die Arbeit haben. Du bist der Ranghöhere bewegt den Rangniederen. Du lässt den Stick ganz entspannt hängen, den Arm ganz entspannt hängen, schaust einfach nur, dass du deine Energie in die Zone 3 richtest und dass du langsam überkreuzt, wieder den Stick hängen lassen, den Arm ganz locker hängen lassen, genau. Das ist eine Sache, die oft vorkommt, dass man einfach ein bisschen verkrampft. Achtung, du kommst auch wieder vor das Pferd, deine Gürtelschnalle geht Zone 3. Und das, dass man eben auf die Zone 3 schaut, das ist immer etwas, das man sehr schnell verliert, weil man sich sehr konzentriert im Roundpen. Und jetzt würdest du ihn umdrehen wollen. Ja? Also nicht den Stick wechseln in der Hand, sondern schauen, dass du ihn rechts hältst. Und jetzt atmen, genau. Das Lenkrad des Pferdes ist die Vorderhand. Mit der Vorderhand geht es in die Richtung, wo es hin möchte oder wo wir es hin möchten. Das heißt, wenn das Pferd nach innen kommt, hebst du den Stick und deutest damit auf seine Vorderhand, auf die Schulter, auf die Vorderbeine. Und wenn das noch immer nicht funktioniert, dann würdest du den Stick heben und mit dem Seilchen einmal so nach vorne schlagen. Dann wollen wir das Pferd antraben. Denken, einatmen und dann kommen die Stickstufen. Die erste Variante ist, mit dem Seil nach hinten zu schlagen. Die zweite Variante ist, neben dich zu schlagen. Und die dritte ist, vor dich zu schlagen. Ja? Also so beginnen wir. Langsam bauen wir die Energie auf. Und das versuchst du jetzt. Denken, einatmen, antraben. Mit dem Stick die drei Stufen. Probier es mal aus. Dreh dich mit. Denken. Einatmen. Groß machen. Imponiergehabe. Ja, noch größer. Brust raus. Und jetzt scharf mit dem Stick nach hinten. Nach hinten. Nein. Mit dem Stick nach hinten. Und zur Seite. Nach vorne. Genau. Jetzt trabt er. Jetzt bleibst du wieder entspannt in der Mitte und machst nichts. Er kürzt ab, Stick zeigt auf die Brust. Stick Spitze zeigt auf die Brust. Jawohl, genau. Jetzt ist er draußen. Wäre er nicht rausgegangen, hättest du die Distanz verkürzen müssen und auf ihn zugehen. Das musst du jetzt machen, weil er kommt immer mehr. So ist gut. Und hast du bemerkt, er ist gleich hinausgegangen. Jetzt kannst du wieder in die Mitte. Versuch, wenn du auf die Vorderhand zuschlagst, auch wieder dorthin zu schlagen. Versuch mit dem Stick, dass der dann so liegt, dass du ihn dort treffen würdest. Wäre er lang genug. Wie schalten wir ein Pferd hinunter? Wir gähnen laut. Gähnen mal ganz laut. Ja, sehr gut. Du lässt Luft raus. Jetzt bleibt er stehen. Sehr brav. Du lässt Luft raus, du entspannst. Du reduzierst deinen Energiepegel. Er kommt jetzt einmal hinein, weil wir machen eine kurze Pause. Du kannst ihn loben, weil er dir gefolgt hat, und kommst mit mir hier mit, und wir gehen noch einmal hierher vor die Kamera. Kommst du zu mir bitte? Schau, er folgt dir sogar schon. Und ich möchte dir noch mal die Energiestufen zeigen, aber ohne dass ich das Pferd treffe. Das heißt, zuerst denken, Trab. Das heißt, jeder hat da andere
Gedanken. Manche stellen sich vor, wie ein Pferd jetzt traben würde. Andere hören vielleicht die Trabschritte oder spüren das und stellen sich ein Bild vor. Das musst du selber herausfinden, wie du das denkst, dass dein Pferd trabt. Die zweite Energiestufe, einatmen und schau. Einatme und mich aufrichte, wie ich mich groß mache dabei. Wenn das nicht funktioniert, kommt der Stick nach hinten. Wenn das nicht funktioniert, 90 Grad neben mich. Und wenn das nicht funktioniert, nach vorne. Also ich habe hier so eine Linie, ich habe so eine Linie und ich habe so eine Linie. So schlagt man. Das wäre nicht richtig, so vorne irgendwie versuchen, auf den Boden zu schlagen. Das bringt nicht viel. Also angaloppieren das Gleiche. Wenn das Pferd schon trabt und ich möchte, dass er angaloppiert, auch zuerst. Ich stelle mir vor, dass es galoppiert. Ich kann das vielleicht auch über einen Blick irgendwie signalisieren, dem Pferd. Ich kann dann wieder einatmen als nächste Energie und dann wieder nach hinten, zur Seite, nach vorne. Und ich mache das jetzt sehr sanft. Ich kann, um die Energie zu verstärken, kann ich fest nach hinten schlagen, wenn ich merke, der schlaft heute, der reagiert überhaupt nicht. Fest zur Seite. Also ich kann von ganz sanft, je wie das Temperament des Pferdes ist. Manche sehr sensible Pferde, da reicht, wenn ich das nur so nach hinten ganz leicht schlage und die reagieren schon und laufen schon. Und sehr träge Pferde, die brauchen dann halt ein bisschen mehr Energie. Aber Ziel ist immer, je länger wir da mit unserem Pferd arbeiten, dass wir dann sehr leise werden mit unseren Anforderungen und die Energie so weit wie möglich hinunterfahren können. Genauso, wenn dann das Pferd hineinkommen würde, zeigen wir mit dem Stick auf die Schulter und wir schauen auch auf die Schulter, weil unsere Augen sind ja auch eine Energie. Das heißt, wenn du da jetzt stehen bleibst, ich schaue jetzt, dass ich es nicht zu extrem mache, sonst reagiert er vielleicht gleich, und er würde jetzt hier zu mir hineinkommen, dann würde ich mit dem Stick da genau auf diese Stelle hin zeigen und du merkst, wie er schon weggeht, diese leichte Gewichtsverlagerung, das war ihm schon unangenehm jetzt. Also das ist, jetzt lobe ich ihn. Gut, dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Als Ziel gebe ich dir als Vorgabe eine halbe Runde Trab und dann versuchst du ihn einen Viertelzirkel, also wirklich nur ein Viertel, ihn zu galoppieren. Einatmen, Richtung zeigen und du willst, dass er nach links geht. Jetzt musst du ihm da den Weg abschneiden. Ja, genau. Ja, sehr gut. Das ist die erste Form des Umdrehens, die du jetzt schon gemacht hast. Du bist zu weit vorne. Denke wieder, dein Nabel auf Zone 3, wo der Reiterschenkel liegen würde. Stell dich parallel zum Pferd. Du bist zu weit vorne. Parallel, nicht die Mitte, sondern parallel. So, jawohl. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du mit dem Stick dort hinschlagen, Richtung Vorderbein. So. Immer schauen, dass du parallel bist. Das ist ein Fehler, der ganz oft passiert, der allen passiert, dass sie sich zu weit nach vorne drehen. So, scharf einatmen, scharf ein, ja, nach hinten schlagen. Okay. Entschuldige, wenn ich ihn hinuntertrabe, in den Schritt hinuntergehe. Du hast geschlagen nach hinten zur Seite und dann hast du vor ihn hingeschlagen. Was glaubst du, was das für eine Botschaft für ihn ist? Du stoppst ihn, wenn du das vorne machst. Du musst schauen, dass du wirklich nach hinten zur Seite und dann nach vorne. Ich stelle das Pferd an den Hufschlag, du bleibst hier in der Mitte stehen und wir üben das mal im Trockentraining. Ich stelle ein bisschen weg, damit er sich nicht angesprochen fühlt. Okay, also einatmen, sehr gut. Erste Energie ist mit dem Stick, erste Energiestufe. Nein, mach es jetzt einmal nur so, ohne Pferd, einfach nur so.
Nein, nach hinten schlagen. Ja? Ja? Nein, zuerst einmal nach hinten schlagen. Ja, versuch so richtig nach. Ja. Bleib gerade dabei, ist gut. Noch einmal nach hinten. Ja, zur Seite und nach vorne. Du bist zu weit nach vorne. Das ist nicht gerade nach vorne. Du schlagst mehr dorthin, anstatt richtig. Nach vorne wäre jetzt zu mir. Also nochmal nach hinten. Ja, zur Seite. Ja, und jetzt zu mir. Jetzt siehst du, wo das Seilchen eine Spur hinterlassen hat. Jetzt hast du genau auf mich. Ja, also das wäre richtig. Vorher hast du hingeschlagen und die Spur war, ich zeige sie dir, hier, wenn du sie siehst. Und dann wärst du wieder vor dem Pferd, würdest es wieder stoppen damit. Okay, also einatmen, Richtung zeigen, mit der Hand zeigen wir die Richtung und mit der Hand kommt, die Hand ist für die Richtung, damit er weiß, wo er hingehen soll. Und die Hand ist dein Motor oder für seinen Motor. Die Hinterbeine sind der Motor des Pferdes. So, du kannst die Hand wieder runtergeben, weil er geht brav. Immer wenn das Pferd brav geht, relaxen, entspannen hier in der Mitte. Und einfach nur schauen, dass du dich mitdrehst, dass du immer parallel stehst zum Pferd, immer zum Reiterschenkel schaust und dann anfängst zu übersteigen mit dem rechten Bein über das linke Bein. Genau, langsam bleib stehen, sonst wärst du zu weit. Und wieder mit dem rechten über das linke drüber steigen. Jawohl. So. Antraben, denken, scharf einatmen. Und erste. Ja. Ja. Noch einmal mit nach vorne, noch einmal nach vorne, nach vorne. Ja, noch mehr. Sehr gut. Jawohl. Versuch, dass du wirklich ausholst, ja, dass du so eine ausholende Bewegung machst. Jawohl. Und jetzt galoppierst du ihn an. Einatmen. Nach hinten. Zur Seite. Nach vorne. Und jetzt geh auf ihn zu. Jetzt geh auf ihn zu und schlag. Geh auf ihn zu und schlag nach vorne. Noch mehr. Schlag nach vorne, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Geh auf ihn zu. Distanz verkürzen. Jawohl. So, geh den hinunter. Sehr gut. Super. Das war jetzt der. Lauter musst du das machen. Und ja, super. Probier die Richtung zu wechseln. In Schritten, ich erkläre es dir. Ja? Blick geht ins Pferdeauge. Hand wechselt den Stick. Deine Hand wechselt den Stick. Stick ausstrecken. Richtung Pferdeauge. Und hingehen und diese Schulter macht zu. Diese Schulter macht zu. Mit dem Nein, brauchst du nicht. Er weiß es schon. Sehr gut. Und das Seilchen wieder. Ein bisschen Richtung, ja, sehr gut, Vorderhand. Noch mehr. Wieder schlagen Richtung Vorderhand. Nein. Noch einmal, ja, sehr gut. Jetzt so, schau mal, so mit dem Seilchen schlagen. Ja, das war gut. Hast du es gemerkt? Du hast jetzt von hinten nach vorne ausgeholt. Jetzt wirst du ihn einladen. Bleib weiter parallel vor dem Pferd. Du wirst ihn einladen, indem du dich jetzt leicht 45 Grad drehst, mitgehst. Jetzt schauen wir, wenn das Pferd dich anschaut. Wenn es dich anschaut. Jetzt warten wir ihn einfach auf ihn. Wenn es dich anschaut. Weitergehen. Kommt jetzt zwar in die Mitte, aber wir können jetzt nicht alles üben. Wir warten jetzt einfach, dass er dich anschaut. Mitgehen. Wir gehen jetzt ein bisschen vor ihn, damit diese Schulter ihn quasi jetzt mitnimmt.
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen. Jetzt schaut er dich an, jetzt drehst du dich um. Was macht er? Oh! Jetzt drehst du dich um und streichelst ihn. Wenn du möchtest, könntest du ausprobieren, ob er dir folgt. Geh mal da hinunter von dem Seil. Lass ihn los. Du drehst dich jetzt um. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen weg, damit er nicht mir nachgeht, ja? Weil er kennt mich ja und ich möchte das. Streichel ihn weiter, ich rede mit dir. Und du gehst jetzt langsam in diese Richtung. Langsam. Und wenn er dir folgt, lass ihn los. Du kannst ihn loslassen. Geh jetzt langsam in diese Richtung. Mit dieser Schulter ziehst du ihn mit. Geh weiter. Bleib stehen. Er ist stehen geblieben, du bleibst auch stehen. Wenn das passiert, dann werden wir jetzt ein bisschen die Perspektive verändern. Wir werden nicht die Distanz verändern, das ist jetzt ca. 1,5 Meter, sondern du gehst jetzt 90 Grad so auf mich zu und nimmst ihn mit dieser Schulter mit. Ja, gehst weiter, komm zu mir. Und jetzt gehst du dorthin. 90 Grad wieder, immer 90 Grad in diese Richtung. Weiter, geh nochmal nach rechts, ja, weiter, geh weiter und bleib stehen und streichle ihn. Kannst dich wieder zu ihm drehen und ihn streicheln. Also er ist dir jetzt brav gefolgt, das heißt, Respekt ist auch ein bisschen da, das ist auch schon aufgebaut heute. Und ja, ich glaube, das ist ein schönes Gefühl, oder? Wunderschönes, mein Freund. Fein. Dann bedanken Twister und ich uns bei dir, dass du heute mit uns gearbeitet hast und dass du uns heute gezeigt hast, was man falsch machen kann. Das ist jetzt wirklich höchste Hochachtung, dass du das für uns gemacht hast. Ich weiß, da fühlt man sich am Anfang natürlich nicht so happy damit. Aber es ist viel auf einmal. Sagst du, ja, natürlich. Ich weiß, wenn man da drinnen steht, dann ist die Welt ganz anders. Und wenn man zuschaut, dann schaut es ganz leicht aus. Genau, ja. Dann geben wir ihm jetzt das Halfter hinunter. Am Ende lassen wir das Pferd immer noch ein bisschen alleine im Roundpen als Belohnung, kann ein bisschen herumspazieren. Dann hat er frei, fertig gearbeitet. Jetzt kann er Zeitung lesen gehen, genau. Wunderbar. Und wir gehen nach draußen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.